Nach zwei Weltkriegen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts suchten viele Menschen nach Mitteln und Wegen, um solche Zerstörungen für immer zu verhindern. Ein Gedanke, vorgebracht von dem französischen Staatsbeamten Jean Monnet und aufgegriffen von Frankreichs damaligem Außenminister Robert Schuman, beinhaltete die Zusammenführung der Industrien, die als Waffenschmieden der europäischen Nationen galten: Kohle und Stahl. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. 1951 unterzeichneten 6 Länder, Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien, Luxemburg und die Niederlande, den Pariser Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und unterstellten diese dem ersten supranationalen Organ, der Hohen Behörde. Europas Politiker hatten jedoch weiterreichende Pläne. Am 25. März 1957 unterzeichneten sie die römischen Verträge und gründeten damit die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, sowie Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft. 1968 machte der luxemburgische Premierminister Pierre Werner den Vorschlag einer gemeinsamen Währung. Der Werner-Bericht von 1970 rief zu einer stufenweisen Verwirklichung einer Währungsunion innerhalb von 10 Jahren auf. Ein Jahr später kam es jedoch in den Vereinigten Staaten zu einer Abwertung des Dollar, gefolgt von einer Ölkrise. Und der Werner-Plan scheiterte. Anstatt einer Währungsunion führten einige Länder Europas 1972 die sogenannte Währungsschlange ein, die Wechselkursschwankungen sowohl gegenüber einer Reihe von europäischen Währungen als auch gegenüber dem Dollar begrenzte. In den 7 Jahren ihres Bestehens gab es viele Wechselkursanpassungen. Die Zusammensetzung der Teilnehmerstaaten änderte sich ständig. . 1979 erfolgte ein neuer Vorstoß in Richtung Wirtschafts- und Währungsunion. Es war die Geburtsstunde des europäischen Währungssystems und der europäischen Währungseinheit ECU. Allerdings war die ECU nur eine virtuelle Währung, eine reine Recheneinheit. Im Rahmen des europäischen Währungssystems vereinbarten die Mitgliedstaaten, ihre Währungen innerhalb einer Schwankungsbreite von 2,25%, um einen Leitkurs zu halten. Damit nahm der Wechselkursmechanismus seinen Anfang. Für die Regierungen der Mitgliedstaaten gestaltete sich dies nicht immer einfach. So kam es zwischen 1979 und 1987 zu 37 Leitkursanpassungen. 1986 unterzeichneten die Mitgliedstaaten die einheitliche europäische Akte, mit der erstmals grundlegende Änderungen an den Gemeinschaftsverträgen vorgenommen wurden. Ziel war, bis zum Jahr 1993 auf der Grundlage des freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs einen Warenbinnenmarkt ohne nichttarifäre Handelshemmnisse zu errichten. Notenbankgouverneure oder Präsidenten ihrer Länder. 1988 wurde der damalige Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Delors, zum Vorsitzenden des Delors-Ausschusses ernannt, dessen Ergebnisse die Grundlage für den Vertrag von Maastricht bilden sollten. Der Delors-Bericht sah eine Wirtschafts- und Währungsunion in 3 Stufen vor. Die erste Stufe war hauptsächlich auf die Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Zentralbanken ausgerichtet und begann am 1. Juli 1990, als alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs innerhalb der Europäischen Gemeinschaft vollständig aufgehoben wurden. Der Vertrag über die Europäische Union wurde am 7. Februar 1992 in Maastricht unterzeichnet. Er steckte den Rahmen und die weiteren Schritte für die Errichtung und das Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion ab. Im EG-Vertrag, der Bestandteil des Vertrags über die Europäische Union ist, wurde das Jahr 1994 als Beginn der zweiten Stufe bestimmt. Für diese Phase war vorgesehen, die wirtschaftliche Konvergenz zu erreichen und die hierfür erforderlichen Institutionen und Verfahren zu schaffen. Der EG-Vertrag legte die Konvergenzkriterien fest, die die Mitgliedstaaten vor Einführung der gemeinsamen Währung zu erfüllen hatten.
In der zweiten Stufe wurde das Europäische Währungsinstitut, das EWI, errichtet, das am 1. Januar 1994 in Frankfurt am Main seine Arbeit aufnahm. Das EWI führte alle vorbereitenden Arbeiten durch, die notwendig waren, damit die EZB die Verantwortung für die Geldpolitik übernehmen konnte. Im Mai 1998 kamen die Staats- und Regierungschefs sowie die Finanzminister der EU in Brüssel zusammen, um zu entscheiden, welche Staaten ein ausreichendes Maß an Konvergenz erreicht hatten und folglich an der Währungsunion teilnehmen konnten. Des Weiteren ernannten sie den ersten Präsidenten der EZB, Willem Duisenberg, sowie die übrigen Mitglieder des ersten Direktoriums der EZB. Am 1. Juni 1998 wurde die EZB errichtet. Sie trat an die Stelle des EWI und übernahm dessen Räumlichkeiten in Frankfurt am Main. Seitdem bilden die nationalen Zentralbanken aller Mitgliedstaaten der EU und die EZB zusammen das europäische System der Zentralbanken. In der Nacht vom 31. Dezember 1998 wurde der Euro eingeführt und die Umrechnungskurse der teilnehmenden Währungen wurden unwiderruflich festgelegt. La Commission calcule la valeur dans chacune des monnaies nationales de l'Union. Die dritte Stufe begann am 1. Januar 1999, als die gemeinsame Währung eingeführt und die Zuständigkeit für die Geldpolitik von den nationalen Zentralbanken auf den EZB-Rat übertragen wurde. Drei Jahre später, am 1. Januar 2002, fand im Rahmen umfassender Feierlichkeiten die Einführung der neuen Banknoten und Münzen statt. Die Menschen standen an den Bargeldautomaten Schlange, um zu den ersten zu gehören, die die neue Währung in den Händen hielten. Seit drei Jahren wurde der Euro von Banken, Unternehmen und den Finanzmärkten bereits als offizielle Währung verwendet. Doch nun konnte jeder mit ihm bezahlen.